Wir sind hier am Tiergarten, heute das letzte Spiel vor der Winterpause, Altstetten. Ja, nicht gerade ein Gegner, den wir wahrscheinlich jetzt noch haben müssen, sind die Tabelle zweite. Was erwartest du, Rudi? Ich erwarte von uns eine topkämpferische Einstellung, das Möglichste einfach noch machen. Wir haben daheim gute Spiele gemacht, auch gegen gute Gegner. Und ich glaube, die Mannschaft ist bereit heute, ja, so, dass sie einfach mit vollem Einsatz noch mal dahinter gehen. Und wenn sie alles gehen, dann schauen wir, wie das Resultat rauskommt. Also das Bestmöglichste daraus machen in der jetzigen Situation, denke ich. Hier sind sie am Einlaufen. Gibt es Leute, die fehlen? Haben eine grosse Absenzenliste? Ja, wir haben natürlich relativ viele Verletzte immer noch. Sei das ein Michi Schärfinger, Pablo, Müller, Luca und so weiter. Es fehlen diverse, die immer noch verletzt sind. Hoffen dann aber, dass wir im Frühling eigentlich wieder alle an Bord sind und dass wir dann voll angreifen können. Für die Gegner ist es ja nicht so angenehm hier auf eurem Platz. Das ist ein bisschen speziell. Was ist das Spezielle daran an eurem Platz? Ja, ich glaube, wenn man drauf schaut, dann sieht man, dass er natürlich nicht eben ist, dass es ein holpriges Terrain ist, ein tiefer Platz. Ja, man hört immer wieder, das ist ein Heimvorteil für uns. Ich glaube, es ist nicht ein Vorteil, sondern es ist einfach ein Nachteil für den Gegner. Der Gegner kommt hierher, verschrickt einmal, sieht das wenige Gras. Ja, und hat dann vielleicht bei dir schon ein bisschen Knacks. Auch in der jetzigen Situation, wo sicher das kämpferische Element eher im Vordergrund steht und weniger das spielerische, ja, ist vielleicht gleich ein kleiner Vorteil für uns, hier daheim zu spielen. Und das sind auch die Resultate zeigen jetzt. Eben, die Heimstärke ist ja seit Jahren eigentlich bekannt. Können wir ein bisschen auf die letzten Jahre sprechen? Der FC Mels ist ja seit Jahren der stärkste Fußballverein im Sarganser Land. Was ist da deiner Meinung nach der Grund, dass Mels eigentlich immer an der Spitze ist von den Sarganser Ländern? Ja, man muss es auch ein bisschen relativieren. Ich denke, vor 10 Jahren oder so war es der FC Bad Ragaz, der natürlich klar vorne war. Für Mels spricht sicher die gewisse Kontinuität, die man drin hat. Man setzt seit Jahren an und für sich auf die eigenen, auf die Junioren, die wir hier gut ausbilden. Es ist aber natürlich auch so, dass für Junge aus anderen Vereinen an und für sich Mels ein Sprungbrett sein kann. In der ersten Liga sei das zu Balzes, wo wir Spieler haben, zu Eschen, wo Spieler sind, die für uns hergekommen sind. Das ist sicher mal ein gewisser Punkt. Ich glaube generell so, die Juniorenförderung steht da wirklich im Vordergrund. Aber auch Kontinuität in Sachen Vorstand. Wir können doch sagen, wir haben immer einen Vorstand gehabt, und wir sind im Kämpfen immer wieder um Vorstand. Im Moment sind wir in dieser glücklichen Situation, sind komplett. Es wird aber auch bei uns immer schwieriger. Ich glaube, die freiwilligen Arbeiten in allen Bereichen wird wahrscheinlich immer je länger, je mehr zum Thema. Die Infrastruktur, haben wir die schon angesprochen. Da hinten sehen wir noch, dass wir noch einen Platz haben, wo man auch spielen kann. Wie ist die Infrastruktur beim FC Mels? Ja, es ist schwierig. Wenn wir natürlich schauen, dass der FC Mels unterdessen 300 Junioren hat, 100 Aktive und die Infrastruktur einfach so anschaut, sieht das mit dem Platz ganz unten, Hauptplatz, wo jetzt zwar neu Licht hat, plus der Ober, sind wir sicher an der Kapazitätsgrenze. Es gibt auch ein Konzept jetzt, wo die Infrastruktur ein bisschen verändern will. Dort ist man im Moment in Planung, auch mit den Behörden zusammen. Es ist aber eine schwierige Situation. Es ist natürlich auch für einen Verein wie der FC Mels, wo die ganze Infrastruktur sein eigen nennen darf, ein riesen finanziellen Aufwand natürlich auch, wenn man anschaut, man muss eine Hütte abschreiben, verzinsen, der Unterhalt von einer Hütte, dann nicht zu reden von Licht, Wasser, Platz und so weiter. Es ist an und für sich für einen, so einen kleinen Verein fast nicht mehr stemmbar, so wie jetzt die Situation ist. Eben vor allem, wenn man bedenkt, dass es rund 400 Leute sind, die die Infrastruktur nutzen. Gutes Licht haben wir, das ist die neueste Errungenschaft. Ja, wir sind stolz, dass wir einer von den ersten, ich weiß gar nicht der erste, habe ich irgendwann mal gelesen, Club in der Ostschweiz sind, wo eine LED-Beleuchtung hat. Das natürlich auch dank der Innovation von unserem Präsident, wo da taff unterwegs ist mit diversen Projekten und eigentlich mal mit dieser Idee kam, ist LED und hat dann gewährleistet. Das ist natürlich auch wieder ein Kraftakt, auch ein finanzieller Kraftakt für einen Verein wie wir sind. Wir sind aber froh, wenn man jetzt die Situation, auch die Lichtsituation anschaut. Jetzt ist irgendwie kurz vor 4 Uhr. Ohne Licht
ja, wird es dann natürlich schon schwierig zu spielen. Und das Licht ist absolut top und wir erhoffen uns natürlich auch mit dem Licht massive Senkung der Stromkosten an und für sich, die hier auch einen riesen Betrag natürlich ausmacht im Tiergarten. Ja, sportlich, du bist der Sportchef. Wir waren in der 2. Liga interregional, jetzt in der 2. Liga regional. Wo sollte der FC Mels in den nächsten Jahren sein? Was ist da das Ziel? Schwierige und gute Frage. Interregio ist schön für uns. Wirklich schön, dass wir so lange eigentlich auf dem Niveau spielen und zwar auf dem Niveau spielen ohne finanzielle Aufwendungen, das heisst ohne finanzielle Verpflichtung gegenüber Spielern. Wir sind doch einer der wenigen Vereine in der Schweiz, die Interregio kein Geld zahlt haben. Wir zahlen auch weiterhin kein Geld beim FC Mels an Spieler direkt. Ziel, wohin sollten wir? Ich denke mir, die Zweitliga müssen wir einfach heben können. Du hast am Anfang gesagt, der höchste Verein im Moment im ganzen Land. Wenn das auch weiterhin bleibt, obwohl die umliegenden Vereine auch wirklich gut einen Job machen, unterdessen muss ich wirklich sagen. Für uns ist der Anspruch wirklich Zweitliga. Das Ziel wäre für mich, vorne mitspielen in der Zweitliga. Das muss an und für sich auch ein bisschen unser Anspruch sein. Ob es dann für viel mehr reicht. Klar, man hat Träume. Mein Traum ist mal, die erste Liga spielen mit Mels. Ob das je realistisch wird, in dieser Konstellation wahrscheinlich nicht. Da müsste es wahrscheinlich eine Vereinigung geben mit von den Vereinen, umliegend und so weiter. Ist aber auch nicht das Ziel von uns. Quasi so ein FC Pizzolo oder so, glaube ich, oder FC Sarganserland, glaube ich, funktioniert auch nicht. Aber es wäre natürlich schön, wenn man regional wirklich auf einem gewissen Niveau spielen könnte, vor allem als Anreiz auch für die Jungen. Dass die Jungen den Schritt nachher wirklich noch mal machen können und sagen, du, jetzt gehe ich in die erste Liga, ins Ländle oder eventuell sogar mehr. Meine, wenn man irgendwie schaut, wie viele Talente vom ganzen Land dass es wirklich geschafft haben, die Nazi A, so die letzten paar Jahre, Jahrzehnte sogar, ja, muss man vielleicht schon sagen, Mengen ist es nicht gewesen, wenn man ehrlich ist. Die anderen Vereine sind angesprochen im ganzen Land. Sind Drittliga gibt es viele Derbys. Wie ist die Zusammenarbeit? Schafft man da zusammen? Meine Spieler, Zweitliga Interregio, haben ihr auch von der Region gehabt. Es ist nicht mehr die Zusammenarbeit, wie sie auch schon war. Man hat früher ganz enge Juniorengruppierungen gehabt. Heute, wenn man die Situation anschaut, das nennt sich zwar jeder IG Mels, IG Sargans und so weiter. Es ist aber im Moment nicht das Zusammenarbeiten, wie man es vor Jahren hatte, wo auch einige Spieler daraus rausgekommen sind, die jetzt bei uns spielen. Vorher die beiden Verletzten angesprochen, Michi Scherfinger, Spieler daraus, Pablo und David Becker und so weiter. Wir haben ganz viel aus dieser Generation rausgekommen. Es geht ein bisschen verloren. Ich denke, da braucht es innovative Leute auch im Bereich von der Junioren, ob Männer her, die vielleicht wieder einmal etwas aufgleisen. Es hat natürlich auch eine Bedeutung verloren mit den ganzen Auswahlen, die wir natürlich heute auch haben. Heute sind gehen an und für sich Talente in die Auswahlen, in einen FE12, in einen U13, in einen U14. Und dann bleibt natürlich für die Vereine nicht mehr so viel an Juniorenpotenzial, wie man das eben vorher hatte. Dort dann auch die Idee an und für sich gut, mit dem Argument, sie kommen ja dann wieder mal zurück in den Stammverein, nachdem der Schritt erlaufen sind. Ob das wirklich greift, ja, lasse ich mal im Raum stehen. Du bist ja schon lange im Fußballbusiness tätig, als Spieler, als Trainer, Sportchef. Wenn du mal zurückschaust, 20 Jahre, hat sich der Fußball stark verändert in den Regionen? Ich denke mir, der Stellenwert hat sich etwas geändert. Wir haben heute viel, viel mehr andere Angebote, andere Vereine, wo man etwas machen kann. Früher hast du zu Schutten gelebt, du hast an und für sich auf Ferien verzichtet, du hast auf alles familiäre verzichtet, du hast auf Ferien verzichtet während der Saison. Die ganze Bedeutung hat sich dort schon verändert. Also heute ist es durchaus möglich, dass die Spieler in die Ferien gehen, dass sie sagen, du, wann ist gutes Wetter, ich gehe surfen. Und das auch in der Zweitliga. Muss sagen, ja, okay, wenn das deine Meinung ist. Und das ist für uns Alten in dem Sinn, oder erfahrene Langjährige, zum Teil schwer zu begreifen. Aber ich glaube, du musst das heute akzeptieren, weil sonst gehst du kaputt dran.
Da sehen wir FC Mels. Mels ist ja bekannt als Dorfverein, also hat mit grosses Vereinsleben. Mhm. Wie sind ihr da drei in dem Vereinsleben in Mels? Du meinst spezifischer Vorstand, wie wir das leben? Ja, ich glaube, Mels ist eine grosse Familie und man sieht es auch jetzt, wenn das Spiel anfängt, es kommen ganz viele auch Zuschauer mit dem FC Mels-Bulli, mit der FC Mels-Jacke. Der FC Mels wird gelebt und es ist auch so, es ist eine grosse Gemeinsamkeit da. Man identifiziert sich mit dem FC Mels. Klar, wenn es gut läuft, natürlich etwas mehr und wenn es schlecht läuft, identifiziert man sich so, dass man natürlich eher etwas Kiebe drüber und negativ das und jenes sieht. Es ist aber eine schöne Gesellschaft an und für sich, die einem x schöne Stunden bietet, ja. Eine schöne Gesellschaft, sicher schöne Momente, aber sicher manchmal auch ganz nervige. Wir sind ins Spiel eingestiegen, haben leider nur gerade eine halbe Halbzeit Zeit gehabt. Und Altstädt, haben wir festgestellt, hat mehr Spielanteil gehabt, mindestens die ersten 10 Minuten. Mels hat der Faden, Mels im Blau übrigens, hat der Faden nicht so ganz gefunden. Aber dann nach etwa 10 Minuten auf einmal haben sie gleich mehr Spielanteil gehabt. Allerdings kämpferisch sind beide Mannschaften wirklich gut gewesen. Der Platz, muss man sagen, ist relativ tief. Man könnte sagen, es ist ein kleines bisschen Acker. Also relativ schwierig zum Spielen, gerade auch bei den Umständen, die hier eigentlich noch relativ gut sind. Aber man kann sich vorstellen, wie es dann ist, wenn es mal noch ein bisschen regnerischer ist. Ja, eben. Also Altstädt, die ersten 10 Minuten eindeutig mehr Spielanteil, ist aber allerdings ein bisschen konzeptlos gewesen, ein bisschen hin und her. Also man hat keinen Klassenunterschied gemerkt vom ersten zum zehnten, wo Mels vielleicht jetzt etwa ungefähr ist. Ja, und dann war man natürlich gespannt gewesen, wir vor allem. Wir haben gedacht, wir können den Goal mitnehmen und da haben wir gehofft, aber ja, an den Schüsschen, wo man natürlich dann schnell pariert. So ist es hin und her gegangen, relativ konzeptlos. Altstädt leichte Vorteile vielleicht, Mels vielleicht leichte Nachteile, aber kämpferisch sind sie wirklich voll drauf gewesen. Da hat der Rudi Imhof ganz eindeutig in Schwarze getroffen. Also der Einsatz ist eindeutig da. Man muss natürlich auch sehen, Mels ist jetzt auf einem Platz, sagen wir mal Platz 10. Es ist jetzt ein Samstag, wo ich das sage. Also Wesen Mundlingen hat sich noch nicht abgespielt. Mundlingen ist jetzt noch hinter Mels. Da könnte sich dann noch ein bisschen ändern. Aber eins ist sicher, also Mels überwintert knapp in einem Abstiegsplatz. Aber es geht dann nachher weiter, dann im nächsten Frühling. Ja, und dann hat man gedacht, Mels kommt ins Spiel. Wir haben gehofft, dies und jener Schuss könnte zu einem Goal führen. Aber auch letzt, das täuscht eben natürlich. Aber das war wirklich sehr ein guter Schuss gewesen. Ich war leider mit der Kamera ein bisschen spät gewesen. Auch das wieder. Also Mels hat auf jeden Fall gekämpft. Man hat sich nicht beeindrucken lassen auf einen besseren Platz. Und die Zuschauerinnen, die Zuschauer, die sind da ein geduldiges Stammpublikum, muss man fast sagen. Also habe ich selten so wenig Schimpfaden gehört. Das ist wirklich ein Publikum, das zu ihrem Verein hebt. Ja, Mels hat sich auf jeden Fall bemüht. Eine Standardsituation, das ist immer ja relativ gefährlich, aber ja, ist abprallt. Und dann gerade der Gegenzug von Mels, also relativ schnell, oder? Da wäre natürlich eine Chance. Und das müsste man natürlich auch nutzen, gerade wenn man so natürlich an den Ball herkommt, wo Altstädt leicht hergeht. Aber eben, leider hat Mels das nicht ausgenutzt. Und dann ist es in der Tat ungefähr Minute 20 zu einem Elfmeter gekommen. Und ich habe gedacht, hoppla, jetzt ist es wahrscheinlich passiert. Der Joli Kahn sagt ja immer, auch die Füsse zu helfen. Er hat sich ein Torwart hier zu Herzen genommen und in der Tat hat er es gekippt. Ja, gut, also Mels hat hier mal kontert, ist dann sogar in Führung gegangen, wo wir weg sind. Dann hat aber den Altstädter wieder aufgeholt und vor der Pause hat Altstädter den Siegtreffer geschossen. Mels ist also mit 1-2 verlustig in Pause gegangen. Hat allerdings dann nach der Pause können ausgleichen. 2-2, wirklich ein gutes Resultat für Mels. Und ja, ich denke, mit dem 2-2 gegen den guten FC Altstädter kann man jetzt in die Winterpause gehen und hoffen, dass man es dann eben im Frühling ein bisschen besser macht, weil sonst könnte es dann sehr knapp werden in der zweiten Liga für Mels.